Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem kleinen YouTube-Kanal. Neuer Tag, neues Glück. Ich versuche heute nochmal mir den Galgenberg anzusehen. Ich habe es schon mal versucht vor ein paar Wochen. Da hat die Kamera allerdings vorne und hinten nicht funktioniert und das Ganze war auch ein bisschen creepy. Deswegen versuche ich es jetzt nochmal. Bei dem Galgenberg handelt es sich um einen ehemaligen Hinrichtungsplatz außerhalb der Stadt, wo früher Menschen, ja, die zum Tode verurteilt waren, hingerichtet wurden. Und zwar mussten sie von der Stadt aus bis hierhin zu diesem Hinrichtungsplatz marschieren, mussten dann den Berg hoch marschieren. Und da gab es dann zwei Hügel. Auf dem einen Hügel stand halt der Galgen, zusammen mit dem Verurteilten und dem Henker. Und auf dem anderen Hügel stand dann der Justizbeamte, Richter, wer auch immer, ich weiß es nicht so genau, bin ich ganz ehrlich. Um die beiden Hügel herum gab es noch einen Graben und hinter dem Graben standen dann die Zuschauer, Schaulustige. Ja, wie man sich die Hinrichtung damals vor hunderten von Jahren halt so vorstellte, es war natürlich ein großes Spektakel. Ja, die Leute wurden halt aus der Stadt rausgetrieben unter dem Spott des Volkes, ne, wurden dann hier aufgehängt und haben einen sehr qualvollen Tod erleiden müssen. Der Galgen selber ist natürlich heute nicht mehr zu sehen, er wurde im 19. Jahrhundert abmontiert. Aber ich denke, die Hügel und die Umgebung, die Wege, das alles wird noch da sein, also wir werden mit Sicherheit was finden. Es gibt übrigens eine kleine Geschichte zu diesem Galgenberg. Angeblich fuhr Kaiser Karl V. mit seiner Kutsche hier lang und er sah, wie ein Gehängter am Galgen baumelte. Er ließ die Kutsche stoppen und lobte die Justiz und die Gerechtigkeit der Stadt. Ja, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Das stellt euch mal vor, die Bundeskanzlerin oder der Bundespräsident kommt mit seinem Wagen hier langgefahren, so, hey, da ist jemand aufgehängt worden, habt das klasse gemacht. Ja, aber das waren damals andere Zeiten. So, ich mache mich jetzt auf den Weg. Mal gucken, was wir so alles zu sehen bekommen. Den Galgen und Ruinen werden wir nicht finden, aber ich glaube, es wird sehr interessant werden. Viel Spaß und los geht's. So, wenigstens haben wir schönes Wetter heute. Die Sonne scheint. Das freut mich sehr. So, der Galgenberg. Ich habe ihn tatsächlich gefunden. Ein symbolischer Grabstein. So. Und das, meine Freunde, ist der Weg, den die Verurteilten damals hochmarschieren mussten. Ein sehr steiler und unangenehmer Weg. Ich gehe den jetzt mal hoch. Also der Weg ist wirklich steil. Ich mit meinem Übergewicht bin jetzt schon aus der Puste, wenn ich mir überlege. Die armen Leute, die zum Tode verurteilt waren, die wurden hier hochgetrieben. Ja, unterm Spott des Volkes. Was haltet ihr eigentlich grundsätzlich von der Todesstrafe? Also ich bin ja absolut dagegen. Aber was haltet ihr davon? Haltet ihr die manchmal für gerechtfertigt? So, jetzt sind wir hier oben angekommen. Ich frage mich, wie das Ganze hier früher aussah. Ob es da auch schon Bäume und Wiesen und alles gab. Oder ob das hier, keine Ahnung. Ich meine, so viele Bäume kann es ja nicht gegeben haben. Ich meine, wenn der Kaiser hier mit seiner Kutsche angeblich langfuhr, da muss er ja was gesehen haben. Ach, guck mal, das ist eine Parkbank. So. Aber man sieht hier schon im Boden, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Es geht hier ein Stückchen nach unten. Ja, und da führt auch noch ein anderer Weg runter. Ja, es gibt also den Weg, durch den ich gekommen bin. Und hier gibt es auch noch einen. So. Und das, meine Freunde, ist der Grund, warum wir hier sind. Also wie gesagt, es gab zwei Hügel. Auf einem, auf dem kleineren der beiden Hügel, standen halt der Justizbeamte, der noch einmal das Todesurteil vorgelesen hat. Und auf dem anderen, ne, halt der Galgen, zeigt den Verurteilten. So, das hier ist der kleinere der beiden Hügel. Das ist der größere der beiden Hügel. Um die beiden Hügel herum kann man wunderschön einen Graben erkennen. So, besteigen wir zunächst mal den kleinen Hügel.
Scheiße, bin ich fast weggerutscht und auf die Schnauze gefallen. So. Ich weiß nicht, warum diese drei Felsen hier stehen, ob die irgendwas, die irgendeine Bedeutung haben. Aber die sehen auf jeden Fall sehr alt aus. Ich weiß nicht. Das sind drei Stück. Das hat irgendwas zu bedeuten. Es sind auch Löcher im Boden. Ob hier vielleicht der Justizbeamte gestanden hat? Vielleicht hat er sich hier angelehnt oder so, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich kann jetzt nur Vermutungen aufstellen. Ich meine, es ist ja alles Jahrhunderte Jahre her. Aber diese drei Steine hier, die sind auf jeden Fall sehr interessant. Also ich lehne mich jetzt mal gegen den größten von den dreien. So, wenn ich da gerade ausgucke, da kann ich genau auf den zweiten überblicken, wo der Galgen stand. Ich kann also quasi den Verurteilten genau ins Gesicht sehen und auch dem Henker. Wisst ihr Leute, das, wie soll ich das beschreiben? Auch wenn seit dem 19. Jahrhundert hier keine Hinrichtungen mehr stattgefunden haben, es ist doch eine echt komische Atmosphäre hier. Ja. Allein zu wissen, was hier alles passiert ist auf diesem Berg. Ich hoffe, dass ich jetzt euch keinen Mist erzähle und dass die beiden Hügel nicht umgekehrt waren. So. Also verzeiht mir, falls ich jetzt auf dem falschen Hügel stand. So, glaube ich aber nicht. So, das ist der andere Hügel. Der ist zwar nicht so hoch, aber der ist dafür breiter. Und auch hier gibt es Felsen, die sicherlich irgendwas mit diesem Platz zu tun haben. Was ist das? Hier steht was eingemeißelt in den Felsen. Meinen Gruß der, hier ist eine Gerechtigkeit, Kaiser Karl der V. 1545. Die Legende scheint wahr zu sein. Dann muss das hier tatsächlich der Platz gewesen sein, wo der Galgen stand. Hier, wo ich jetzt stehe. Hier muss er gestanden haben. Und hier, hier geht die Straße lang. Ich weiß nicht, ob der Kaiser da mit seiner Kutsche lang fuhr oder auf der anderen Seite, aber ich vermute mal, dass es hier gewesen ist. Unfassbar. Ich stehe genau da, wo der Galgen stand. Und hier um mich herum Schaulustige, die mich auslachen und verspotten. Der Henker neben mir, der Justizbeamte gegenüber, der mir das Todesurteil nochmal vorliest, bevor ich hier aufgehängt werde. Das ist unfassbar. Ich weiß, ihr könnt nicht viel erkennen. Ihr seht halt nur diese beiden Hügel und die Wiesen hier. Und vielleicht findet ihr das Ganze jetzt ein bisschen langweilig. Aber ich kann euch nur sagen, wenn ihr jetzt hier wärt, ja, wenn ihr hier stehen würdet, hier lang gehen würdet, über diese beiden Hügel, ja, und euch vor Augen führen würdet, was hier passiert ist, jahrhundertelang. Ja. Man hat echt ein ganz komisches Gefühl hier. Ja, filmen wir den anderen Hügel nochmal. Also sollte ich die beiden Hügel jetzt verwechselt haben, was Galgen und Richter und sowas angeht, verzeiht mir das bitte. Ich war ja damals nicht dabei. Aber es würde Sinn machen, dass es so gewesen ist. Ja, hier ist halt ein Graben. Ne? Um jeden Hügel ist ein Graben drum. Und ich vermute mal, dass die Schaulustigen wahrscheinlich da standen. Vielleicht auch da, wo jetzt die Parkbank ist. Ich weiß es nicht. Wäre ein bisschen makaber, wenn da jetzt die Parkbank an der Stelle sein würde. Aber das wäre natürlich möglich. Und ich habe gerade gesehen, hier führt noch ein Weg weg. Ich habe ja bisher nur die zwei Wege gefunden. Aber hier ist noch ein dritter, der auch nach unten führt.
Aber ich glaube nicht, dass die Verurteilten diesen Weg genommen haben, weil der führt nicht in die Stadt zurück. Ne? In die Stadt führt eigentlich der Weg, den ich gekommen bin. Der Galgenberg, Leute. Hier wurden Menschen aufgehängt. Auf grausamste Weise. Und das jahrhundertelang. Nehmt's mir nicht übel, aber ich beende jetzt dieses Video, weil es ist echt, creepy hier. Vor allem ist es auch so still hier. Es ist... Ja... Wie soll ich das beschreiben? Es ist einfach eine merkwürdige Atmosphäre, die man erlebt haben muss. Es ist quasi so, als ob du merkst, dass hier irgendwas in der Luft ist. Als ob die Seelen der Toten, die hier hingerichtet wurden, ihr werdet, ja, ihr könnt mich jetzt für bescheuert halten, aber es ist wirklich so, als ob die Seelen der Toten, die hier vielleicht auch unschuldig hingerichtet wurden, immer noch keinen Frieden finden. Und das ist echt creepy. So, ich gehe jetzt wieder. Also ich grüße jetzt nicht die Gerechtigkeit wie der Kaiser. Ich sag nur, es war ein Erlebnis, das mich sehr beeindruckt hat, das ich aber so schnell nicht wiederholen werde. Also ich werde hier, glaube ich, nicht nochmal hinkommen. Ich gehe jetzt zurück zum Auto. Wie schon gesagt, vielleicht findet ihr das Video jetzt ein bisschen langweilig, weil ihr jetzt nicht viel gesehen habt, außer den beiden Hügeln. Aber ich kann euch nur versichern, was ich hier jetzt gerade erlebt habe, dieses Gefühl, dieses bedrückende Gefühl von Tod, ja, von Tod und Hinrichtung. Ja, das kann man spüren hier, das kann man fühlen, Leute. Ja, und das ist kein Scheiß, das ist auch kein Scherz, ja. Das ist so. Glaubt's mir. Es ist genauso, wie wenn ihr jetzt eine KZ-Gedenkstätte besuchen würdet. Ich weiß nicht, ob ihr mal in Auschwitz wart. Ich war noch nicht in Auschwitz, aber ich habe mal das KZ in Dachau besucht. Da hast du auch so eine bedrückende Atmosphäre, wenn du durchgehst. Und genau diese gleiche Atmosphäre hast du hier auch auf diesem ehemaligen Hinrichtungsplatz. Auf diesem Galgenberg. Okay, Leute. Das war's mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, bitte einmal den Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, zweimal den Daumen nach unten. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Falls ihr Lust habt, diesen Kanal zu abonnieren, wäre ich euch sehr dankbar. Macht's gut. Ciao. Okay, Leute, kleiner Nachtrag. Ich habe gerade im Internet nochmal recherchiert und ich habe mich tatsächlich vertan. Also ich habe die beiden Hügel tatsächlich verwechselt. Also der flache Hügel, das ist da, wo die Gerichtsperson stand, und der etwas gewölbte Hügel, das ist da, wo der Galgen stand. Ich habe es euch also genau umgekehrt erzählt. Seht's mir nach. Aber es ändert nichts daran, dass es ein sehr bedrückender Ort war, der auch ziemlich creepy war. So, jetzt auf jeden Fall macht's gut. Tschüss.